Hallihallo, hier ist Leviathan 2 mit dem ersten Part des neuen Let's Plays Frontier Gate. Das wird eine sehr besondere Art des Let's Plays für mich, hoffentlich auch für euch, denn Frontier Gate ist noch gar nicht im europäischen Markt draußen. Vielleicht wird es auch nie rauskommen, wer weiß. Ups, das wollten wir nicht. Was soll ich dazu sagen? Ich hab's mir gekauft, ich hab's angespielt und ich habe gedacht, oh mein Gott, da könnte man doch ein Let's Play dazu machen. Was ist Frontier Gate? Ich will nicht zu viel verraten. Man könnte sagen, es ist eine Mischung zwischen Monster Hunter und Final Fantasy. Aber ihr werdet sehen. Wir beginnen mal mit dem Spiel, dann sehen wir weiter. Ja, das Flimmern, das ihr gerade gesehen habt, das sollte jetzt nur in dieser Szene gewesen sein. Ich habe es ausprobiert und in keiner Szene danach gab es mir das Flimmern. Also, das sollte das einzige Mal gewesen sein. Ich weiß noch, als ich diese Szene das erste Mal gesehen habe, habe ich zuerst gedacht, willkommen in der Welt von Frontier Gate. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich wurde sofort... Nein, willkommen in der Welt von Frontier Gate. Ich bin der Gildenmeister. Sag mir, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Wie bei Pokémon. Na egal, dieses Spiel ist etwas ganz anderes. So, wir nehmen unsere Schriftzeichen. Nein, schon groß. Achso. Dieses Spiel könnte für Anime-Liebhaber vielleicht noch ganz interessant sein. Wieso sage ich das? Ich hab's zwar nicht ganz verstanden, aber allem Anschein nach. Also wir werden hier mit Partnern zusammenspielen. Und allem Anschein nach, ja, wurden diese Partner von berühmten japanischen Synchronsprechern synchronisiert. Aber dazu werdet ihr noch kommen. Werden wir noch kommen. Wenn ich einen erkenne, dann werde ich meine Vermutung sagen. Wenn ihr einen erkennt, schreibt es in die Kommentare. Ist nicht so, dass ich alles weiß. Hier können wir noch die Stimme auswählen. Ja, nehmen wir gleich die. Ich werde die Zwischensequenzen mit Ton, also wenn sie Leute wirklich zu mir sprechen, werde ich sie sprechen lassen. Aber wenn die Zwischensequenzen nur aus Text bestehen, werde ich sie überspringen, da ich für meinen Teil sie nicht wirklich lesen kann. Ich bin fähig, Hiragana zu lesen. Bei allem anderen kriege ich Schwierigkeiten. Aber verstehen ist dann wieder eine andere Sache.
Aber ja, ihr werdet ja dann sehen. Gehen wir mal weiter. Wollen wir diesen Charakter annehmen? Ja. Jetzt kommt, glaube ich, wieder eine Szene mit Ton. Dass der nette Herr Gildenmeister einführt in die Gilde. Ja, das war der Gildenmeister, der uns vermutlich gerade eingeführt hat. Falls ihr denkt, wie will der denn jetzt dieses Spiel auf Japanisch spielen? Ich hab's angespielt und ich muss sagen, es funktioniert besser als gedacht. Jetzt können wir uns hier ein bisschen im Dorf umschauen. Was wollte ich noch sagen? Ja, der Gildenmeister. Vielleicht könnt ihr in den Kommentaren helfen. Als ich ihn gehört habe, fühlte ich mich irgendwie an Fate Stay Night erinnert. Aber ich kann auch falsch sein. Ja, hier haben wir die Schmiede. Da wir aber noch nicht mal unsere erste Quest abgeschlossen haben, haben wir hier noch nichts zu suchen. Da unten gehen wir in die Stadt, wo es auch noch allerlei Sachen gibt. Hier sehen wir das ein Heldendenkmal. Und das hier ist unser Haus. Und, naja, alle die Monster Hunter kennen, dieses Mal ist es kein kleines Schwein, dieses Mal ist es ein Igel. Aber okay, wir wollen hier nicht zu lange nichts tun, sondern auf die erste Quest gehen. Damit da auch wirklich was los ist. Danach können wir dann unseren Charakter noch mit Rüstungen und Waffen anpassen, wie wir wollen, aber die Tutorial-Mission ist mit dieser Ausrüstung Pflicht. So, nächstes Gespräch. Ja, ich habe es gesehen. Reinbarto.
So, sieht das, als hätten wir diesen Reinwert nun als Partner. Vorläufig mal, denn das ist die, ja, das ist die Voraussetzung hier. Keine Quests ohne Partner. Aber er hier ist jetzt zumindest vorläufig sicher mal nur dazu da, uns zu zeigen, was die Gilde macht, wie sozusagen ist er nach dem Gildenmeister unser Lehrmeister. Wir werden also jetzt die Tutorial-Quest in Angriff nehmen. Die Sequenz, die da noch kommt, werde ich wahrscheinlich noch in diesem Part aufnehmen. Danach wird ein Cut gemacht und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ja, aber zuerst einmal die Quest. Hier sehen wir noch die Karte der Welt und wo rot ist die Stadt, blau ist wo wir hingehen oder hingegangen sind. Die Quest ist das Tutorial Level, wie gesagt, aber ihr werdet sehen. Das ist unser erstes Gebiet. Okay. Kommt noch kein Gespräch. Und hat auch schon jemand Reinwert erkannt? So, das ist also unsere erste Quest. Ja, die werden wir im nächsten Part in Angriff nehmen. Ich sag's jetzt mal so, ich bin gezwungen, technisch bedingt, den Sound meines Laptops auf via Mikrofon aufzunehmen, da es anders nicht funktioniert. Falls man die Stimmen aber nicht erkennt, werde ich noch von jedem Charakter eine Inline mit High Quality geben, damit ihr auch die Stimmen gut erkennt. So, das war's jetzt vom ersten Part. Wir beginnen die Quest wirklich im zweiten. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal.